So, hallo, schöne Grüße aus dem Studio Petro in Aalen. Heute mal was mit einem Lieblingsgerät. Freue mich schon lange drauf, endlich mal Stuhl- oder Hocker-Übungen mit euch zu machen. Aber warum nicht? Wir machen heute das Thema Stretching, besonders im Hals-Nacken-Bereich. Auch ein paar Dehnungen, Reckungen, auch auf dem Stuhl sitzend, wenn ihr einen habt, mit Lehne. Armlehne ist natürlich noch besser, geht aber auch ohne. Wichtig ist, könnt ihr euch hinten anlehnen. Wir lehnen uns besonders Brustbein nach vorne gedrückt in die Stuhllehne hinein, nehmen den Stuhl mal wahr und gehen jetzt erstmal nur mit den Bewegungen vom Hals. Hände legt ihr bitte so hin, dass die Handfläche nach oben zeigt und nach dem Kopf beim Ausatmen tief und hebt den Kopf beim Einatmen hoch. Gerne mit geschlossenen Augen. Versuch aber allmählich den Hals wirklich zu überstrecken, weit nach hinten. Der Rest vom Körper ist entspannt und lehnt sich schon ganz gemütlich in den Stuhl, konzentriert sich auf den Hals. Einatmen, Unterkiefer hochschieben. Ausatmen, Kinn tief. Wenn du keine Lehne hast, lass die Arme hängen. Bei der nächsten Bewegung, wenn du unten bist, mal nach oben, drehst du den Kopf so ein bisschen von rechts nach links. Und ziehst dabei den oberen Rücken etwas vom Stuhl weg. Jetzt einatmen. Energisches Kinn weit nach hinten und auch etwas ganz klein bewegt von rechts nach links schieben. Kopf tief, neutral öffnen die Arme. Tief einatmen, weit nach hinten lehnen. Zurückkommen, Finger greifen und stretchen über die Lehne. Kinn zum Brustkorb, Arme weit nach hinten. Eine Hand greift die andere, zieht weit zurück ins Hohlkreuz. Auch hier so ganz kleine Bewegungen von rechts nach links. Dann tauschen die Hand, zieh nach hinten und stretchen. Langsam die Hände lösen, weit nach hinten führen, über die Rückenlehne nach hinten öffnen und lassen die Arme locker tief. Wir kommen nach vorne, öffnen die Beine, rutschen ein bisschen vor und roll den ganzen Oberkörper hinab, leg meine Schultern auf das Knie, lass den Kopf hängen. Und leicht in Bewegung zu gehen. Das Gewicht vom Kopf zieht schon die Nackenmuskeln in die Dehnung. Im Schädeldach eine Spirale an den Boden zeichnen. Kleinen Kreis einziehen. Richtungswechsel. Dann dreh den Kopf nach rechts. Immer mehr nach rechts. Drehen nach links.
Atme tief in den Rücken, der Rücken bewegt sich. Nachspüren, ob du noch weiter drehen kannst. Zurück zur Mitte. Kinn gegen den Brustkorb drücken, langsam hochrollen. Wieder weit nach hinten setzen. Brustbein rausdrücken. Ausatmen, zurück, einatmen. Und aus. Ein. Und aus. Wir gehen immer tiefer und immer höher. Ruhig abstützen mit den Händen. Roll zurück und öffne. Rutsch nach vorne und lass dich nach unten sinken. Wenn du hier unter den Stuhl greifen kannst, nimm die Hände seitlich oder vorne, erstmal vorne. Und drück die Handballen an den Stuhl, öffne die Knie, versuche im Oberkörper durchzugehen und dann ziehst du dich mit den Händen tiefer in den runden Rücken und führst die Stirn Richtung Stuhl. Durch die Kraft der Arme ziehst du den Körper näher an den Stuhl, den Oberkörper näher an die Oberschenkel. Wenn du kannst, greif unten an den Füßen und zieh dich tiefer. Kinn am Brustkorb, Unterkiefer geschlossen. Dann greif nach hinten. Stuhl, Beine oder, wenn du das nicht hast, am Boden und zieh dich ein bisschen mehr zurück. Wenn es schon anders aussieht, geh hier einfach hinten an die Lehne und zieh dich so nach hinten. Entweder am Bein oder hinten auf der Sitzfläche, wo die Lehne hochkommt. Zieh dich zurück in den Rundrücken. Dann lösen, hochkommen. Wieder ein bisschen mehr nach vorne rutschen, Finger verhaken, nach oben strecken. Jetzt gehe ich tief. Und nimm die Hände über dem Rücken und versuch den Oberkörper nach unten sinken zu lassen und die Arme in Richtung Decke hoch. Öffne die Knie in die große Grätsche und zieh die Arme nach hinten oben hoch. Finger verhakt, Handflächen auseinander. Langsam auf den Rücken legen. Tief rutschen in die Po-Falte, Schultern am Oberschenkel ablegen. Langsam zurück. Nur mit der rechten oder linken Hand im runden Rücken das Kinn gegen den Brustkorb drücken, sodass du eine Spannung spürst. Hier vom Rückenstrecker hinab. Kannst auch beide Hände nehmen. Wie gesagt, Rücken entspannt, Bauch locker, nichts anspannen. Konzentriere dich nur auf die Dehnung im Halsnacken. Heranstellen, wenn die Dehnung nachlässt.
gehst du ein bisschen tiefer. Kannst dich jetzt nach vorne neigen und den oberen Rücken mitdehnen. Backenzahn geschlossen, Schulterblätter tief, Hinterhaupt hoch, zieh mit den Händen die Kopfhaut etwas höher. Dann rutsch mit dem Popo nach vorne und geh wieder deutlich tiefer, im runden Rücken das Kinn gegen den Brustkorb drücken. Achte darauf, dass du nicht auf dem Hals bist, sondern wirklich auf dem Schädel. Nun langsam Wirbel für Wirbel hochrollen. Unterer Rücken beginnt. Rücken strecken, langsam zum Schluss den Kopf hoch. Ziehen die Hände weg vom Hinterkopf, Kinn zur Decke. Arme öffnen weit nach hinten, unten ziehen, die Handfläche zeigt nach außen. Brustbein rauspressen, Hohlkreuz, Hohlkreuz, Hohlkreuz. Und lösen. Nachspüren. Wieder schön bequem nach hinten legen. Nun neigen wir den Kopf nach rechts und dehnen die linke Halsmuskulatur auf. Wieder hier locker, gerne die Arme hängen lassen. Konzentriere dich auf den Muskel zwischen Ohrläppchen und Schulter. Lässt die Dehnung nach. Such mal diesen Migränestrang, dann drehst du das Kinn nach unten einwärts und kannst so vom seitlichen Hals nach hinten arbeiten, Richtung Halswirbelsäule. Wenn du möchtest, nimm die Fingerspitzen und fixiere die Finger hier am Kopf seitlich, Übergang zum Hinterkopf und zieh vorsichtig etwas tiefer, lehne den Kopf in die Fingerspitzen. Beine locker, Füße locker, Rücken, Bauch, nur den Hals wahrnehmen. Du kannst den ganzen Körper rüberlehnen, nach rechts. Knistern und Knacken sind gute Zeichen, dann löst sich das Gewebe. Dreh die linke Hand nach außen. Und nach unten. Langsam rutscht die rechte Hand hinab. Loslassen, zur Mitte kommen, hängen lassen, runder Rücken. Dann wechsel zur anderen Seite, dich aufrichten. Zeit lassen und vorsichtig. Wie gesagt, kann sich bequem in den Stuhl lehnen oder auch auf dem Sofa. Wichtig ist die Lehne hin. Gesicht entspannt, neigst den Kopf nach links und verlängerst den Abstand zwischen Ohrläppchen und Schulter.
kannst, wenn du möchtest, die Fingerspitzen am Kopf andocken und vorsichtig tiefer ziehen. Achte darauf, dass deine linke Schulter auch tief bleibt. Auf der Spürskala von 1 bis 10 gehst du mit deinen Dehnungen an den 9er Punkt. Lässt die Dehnung nach, verändere nochmal die Position der Hände, des Kopfes. Öffne die rechte Hand nach außen, hinten, unten, außen, hinten, unten. Oberschenkel loslassen, Popo, Bauch, alles loslassen. Arme lösen, Hände auflegen oder hängen lassen, Kopf tief, Rücken rund. Beine nach vorne, Oberkörper tief, lehn dich wieder mit dem Oberkörper auf den Oberschenkeln ab. Entspann den Hals und Nacken zurück. Mit deiner Nasenspitze zeigst du liegende Achtung im Zentimeterbereich. Dabei sinkt dann dein Oberkörper immer tiefer. Der Nasenspitze die Achter zeigen. Nicht im Sechser, der Acht. Zeige die Acht senkrecht, vertikal, auf den Boden. Maximal einen Zentimeter hoch. Auch hier Richtungswechsel. Mit den Händen am Oberschenkel abstützen. Drück dich zurück in den runden Rücken. Setz dich wieder weit nach hinten. Entspannt. Rechter Arm geht hoch und der linke geht tief. Kopf dreht zur Schulter, zieh dich mal seitlich und öffne ein bisschen mehr jetzt im Bereich Schulter, Achselhöhle, Körperseite. Hand beugen, Finger spreizen. Greif mit deiner linken Hand an die rechte Stuhlseite oder an dein Bein, wenn du nicht hast, und zieh hier den Körper noch mehr nach unten und den Arm mehr zurück. Wie immer kann das Kribbeln oder das Gefühl des Einschlafens hervorrufen. Spiel ein bisschen mit den Fingern. Kimm sie wieder tief. Arm geht langsam nach hinten, unten, nach hinten, unten, rückwärts. Loslassen. Wechsel zur anderen Seite. Kopf geht zur unteren Schulter, hier den Arm strecken, deine Körperseite öffnen, vielleicht schaffst du es auf dem Boden, lehn dich ruhig locker an. Hand beugen, Finger spreizen, rausziehen. Wenn es unbequem ist, dann leg das so ein Kissen dazwischen oder eine Decke oder ein Handtuch. Greif mit der rechten Hand
am linken Bein oder an der Stuhllehne. Und jetzt zieh mit beiden Armen. Hier ziehst du dich Richtung Stuhl und hier weg von der Lehne. Arm geht langsam nach hinten, unten zurück. Bis es kribbelt. Arm hängen lassen. Zurückkommen. Beide Hände hinten an die Lehne lehnen, die Finger berühren sich. Drück dein Brustbein raus, fummel die Schulter, wenn du kannst, über die Lehne und drück den Handrücken an die Lehne und drück dein Brustbein nach vorne raus. Hohlkreuz. Kinn wieder tief. Öffnen. Einatmen nach oben. Linke Hand nach unten biegen. Faszien-Stretch. Wenn du kannst, leg die Hand mit den Fingern am Oberschenkel ab, bis du die Dehnung spürst hier. Ansonsten lass einfach die rechte an der linken Hand. Durch das Runterdrücken meines Handballens wird die Dehnung deutlich intensiver. Wenn ich das Bein anhebe, schau mal, auch dann. Rantasten an die 9 von 10 Schmerzpunkten, den Punkten. Dann lösen. Wechseln. Einsteigerübung. Die rechte Hand umbiegen, mit der linken ranziehen. Entweder hier bleiben oder am Oberschenkel platzieren, an den Fingerspitzen andocken und nach vorne schieben. Vielleicht spürst du Unterschiede. Rechtshänder haben rechts mehr Spannung, links mehr links. Möchtest du verstärken, heb die Ferse hoch, schieb den Handballen tiefer. Dann löst. Sehr gut. Komm ein bisschen mehr nach vorne. Den rechten Arm an die Taille. Wenn du kannst, greif hier vorne an der Lehne und mit der anderen Hand gehst du hier gegenüber und ziehst dich in die Drehung. Schaust weit nach hinten. Den Kopf nach vorne holen. Rücken strecken, Brustbein rauspressen, Hohlkreuz. Vorsichtig lösen und wechseln. Den linken Arm nach hinten fummeln. Wenn du kannst, an der Hüfte lassen. Wenn du eine Lehne hast, halt dich vorne fest. Und dann verschraub dich. Entweder hier greifen oder nach hinten. Greif also ein bisschen, was kannst du greifen und erreichen. Versuch den Rücken schön zu strecken, Kopf zurück. Brustbein raus, Hohlkreuz.
den Kopf nach vorne. Und lösen. Zurücklehnen. Mal nachspüren, den Kopf bewegen. Kleine Übung zum Schluss für die Synapsen. Immer aus dem V eine Pistole machen und aus der Pistole ein V und das im Wechsel. Und immer nur zwei Finger bewegen. Das ist keine Spannung im Arm, sondern die Spannung im Kopf. Arme locker schwingen lassen, ein bisschen auslockern. Atmen tief ein. Lassen die Arme hängen und fallen. Atmen tief ein und lösen. Lehn dich zurück, überkreuz die Beine, Finger aneinander trimmen, Däumchen. Fertig. Ich hoffe, deinem Hals und Nacken geht es besser und wie gesagt, auf dem Stuhl ganz bequem und super gut einsetzbar mit Lehne und sogar mit Armlehnen kann man tolle Übungen machen. Bis zum nächsten Mal, vielleicht machen wir das im Liegen, wer weiß. Schönen Tag dir, tschüssi aus Aalen.